Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Heute werde ich meinen ersten Flug mit der DJI Mini 2 machen. Ja, ich habe mir jetzt noch eine andere Location gesucht, um die ganze Funktion hier besser darstellen zu können für euch. Und jetzt, wie immer, müssen wir zuerst unsere Drohne für den Flug vorbereiten. Das zeige ich euch jetzt. Bleibt dran, bis gleich. Also zuallererst mal müssen wir natürlich unsere Fernbedienung vorbereiten. Dazu nehmen wir wieder diese Joysticks hier aus der Halterung und schrauben diese in unsere Funkfernsteuerung ein. Dann müssen wir natürlich unsere Handyhalterung hier ausziehen, um unser Smartphone hier einzuspannen. Hier ist das passende Kabel. Es gibt noch weitere Adapterkabel, also den USB-C-Kabel. Wenn ihr ein iPhone habt, gibt es natürlich das passende Kabel im Lieferumfang dazu. Aber das Video verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Das habe ich beim Unboxing schon abgedreht, wie das genau alles funktioniert. Jetzt klemme ich hier mein Smartphone ein. Dabei achte ich darauf, dass ich hier keine Knöpfe dauerhaft drücke mit der Halterung. Ich entsperre mein Telefon und stecke den USB-C Stecker hier ein, um das Telefon mit der App dann zu verbinden. Als nächstes müssen wir unsere Drohne vorbereiten. Und zwar müssen wir hier unsere Transportsicherung abmachen. Das geschieht jetzt so. Und dann können wir unsere Flügel ausklappen. So. Zack. Was natürlich nicht fehlen darf, der Gimbal-Schutz muss runter, auch ganz wichtig. Und jetzt ist unsere Drohne schon einsatzbereit. Jetzt können wir sie schon hier irgendwo sicher positionieren und starten lassen. Natürlich müssen wir auch zuerst mal die Drohne aktivieren. Zuerst schalten wir die Funkverbindung ein, aus Sicherheitsgründen. Dazu einmal kurz drücken und einmal lang. Zack, das akustische Signal ertönt. Jetzt haben wir die Fernbedienung aktiviert und das gleiche machen wir mit der Drohne. Einmal kurz, einmal lang. Ach, Leute, ich habe vergessen, den Akku einzulegen. Den Akku, den brauchen wir natürlich auch. Das heißt, wir nehmen ihn aus dem Akkupack hier heraus und setzen ihn hier hinten in der Drohne ein. Dazu öffnen wir diese Klappe und können hier den Akku in das Akkufach einstecken, bis es Klick macht. Zack, übrigens hier ist noch die Speicherkarte der Drohne eingesteckt. Und ja, okay, jetzt können wir aber wirklich loslegen. Das heißt, kurz drücken und einmal lang. Wir hören auch schon das akustische Signal. Und jetzt suchen wir uns ein geeignetes Plätzchen, um die Drohne hier schön starten zu lassen. Dazu nehme ich mir hier an diesem Weg hier diese Stelle. Diese ist perfekt geeignet. Hier ist kein Gras und nichts und ich kann hier die Drohne schön starten lassen. Ja, man sieht es auch. Und jetzt hat sich hoffentlich unser Telefon hier schon verbunden. Okay, wir sind verbunden. Wie wir sehen, haben wir auch ein Kamerabild. Ich hoffe, man kann es auch sehen. Und jetzt können wir eigentlich schon mit der Drohne starten. Die Voreinstellungen habe ich ja bereits schon beim Unboxing abgefilmt. Ich habe schon alles eingestellt. So, also jetzt. Ich habe mir natürlich hier einen Standort gesucht, wo man auch fliegen darf. Das habe ich hier in meiner App hier kontrolliert. Dazu kann ich hier genau meinen Standort auswählen. Und wie wir sehen können, ist die maximale Flughöhe auf 120 Meter begrenzt. Das war's. Mehr haben wir hier nicht, mehr Auflagen. Und halt, wie wir hier sehen können, hier beginnt die Flugverbotszone, also da sollten wir auch nicht reinfliegen. Aber da wird uns der App dann sicherlich darauf hinweisen. Jetzt können wir vielleicht noch kurz die automatische Rückkehrhöhe einstellen. Die mache ich hier mal auf 20 Meter wegen den Bäumen, die hier im Umkreis sind. Und die maximale Flughöhe auf 120 Metern, so wie wir es vorgeschrieben bekommen haben. Und ja, maximale Flugdistanz, Kompass könnte man jetzt noch kalibrieren vor dem Start, also während dem Start, damit der Startpunkt auch ordnungsgemäß gemacht ist.
Was kann man noch? Das war's eigentlich hier. Kamera, Übertragung, das passt alles. Kamera automatisch. Okay. SD-Karte verfügbar. 42 GB frei. Okay, so. Und beim Video können wir natürlich auch etwas einstellen, nämlich die 4K oder 2K oder 1080p und halt die 30 Frames pro Sekunde oder halt 25. Ich habe das jetzt mal mit 4K und 30 Frames gelassen. Und jetzt können wir eigentlich schon die Drohne aktivieren. Ich bin im normalen Modus, fliege ich. Man könnte jetzt auch in den Cine-Modus oder in den Sportmodus schalten. Cine-Modus für bessere Aufnahmen, ruhigeren Flug. Normal ist eben, wie der Name schon sagt, normal. Und Sportmodus für sportlicheres Fliegen. Aber da ich die Drohne noch nicht so gewöhnt bin, werde ich das lassen und im normalen Modus jetzt mal fliegen. Dazu können wir jetzt die Drohne starten, indem wir hier den linken Joystick nach oben geben und dann beide zusammen in der Mitte. Dann steigt die Drohne automatisch auf 1,20 Meter ungefähr hoch und schwebt in der Luft. Man kann es alternativ hier auch am Bildschirm machen, indem man hier auf dieses Startzeichen drückt und dann muss man länger auf diesem Button draufbleiben und die Drohne startet, wie wir sehen können. Jetzt ist sie hier in der Luft und bleibt schwebend stehen. So. So, Freunde, jetzt habt ihr mich hier ein bisschen im Blick. Ich gehe ein wenig zurück, damit wir hier mehr verstehen von uns. So. Hier hinten an diesem Rädchen können wir den Gimbal verstellen. Also, wie ihr hier am Bildschirm, an der Bildschirmaufnahme seht, nach oben oder nach unten. Im Bildschirm selber haben wir auch den Zoom. Da können wir hier zweimal Zoom machen. Das war es dann auch im 4K-Modus. Mehr geht hier leider nicht. Und ja. Hier hinten an der Fernbedienung können wir noch das Video oder das Foto auslösen. Hier haben wir den Home-Button, wenn wir diesen länger gedrückt halten. Also einmal kurz ist, dann schwebt die Drohne wieder in der Luft und länger halten, dann kommt die Drohne zum Ausgangsstartpunkt zurück, wenn ihr sie nicht mehr finden könnt. Ja, jetzt werden wir mal ein bisschen hier herumfliegen. So, dazu steigen wir mal in die Höhe. Jetzt sind wir hier bei 12 Meter. Ich gehe mal auf 16 Meter. Und dann kann man hier auch schon schön drauf losfliegen. Bin ich auf 29 Metern und fliege einfach mal drauf los. Das ist jetzt natürlich selbst geflogen. Also ich habe jetzt hier die Fernsteuerung in der Hand und bediene die Drohne manuell. Es gibt jetzt natürlich noch weitere schöne Quick-Funktionen, Freunde. Die werde ich euch jetzt auch gleich zeigen, damit ihr seht, dass auch ihr richtig tolle Aufnahmen machen könnt, indem ihr einfach diese Quick-Shots nutzt und somit die Drohne dann mit der Drohne schöne Aufnahmen verwenden könnt. Dafür komme ich jetzt mal ein bisschen runter zu euch. So, jetzt da gehen wir hier auf den Bildschirm und gehen hier auf das Videosymbol und hier unten können wir Quickshots auswählen oder eben Foto oder hier die
Panoramaaufnahmen mit 180 Grad, Weitwinkel oder das Fernfoto. Ich mache jetzt mal das Fähren-Pick für euch. Dazu wählen wir aus und gehen auf Start. Jetzt macht er das natürlich in der Höhe von 5 Metern. Ich hätte jetzt natürlich zuerst mal aufsteigen sollen, vielleicht auf 20 Meter, um das Bild besser machen zu können. Aber schauen wir mal, was dabei rauskommt und dann sehen wir weiter. Der Akku ist jetzt mit 78% noch gut geladen, also wir haben noch ein wenig Zeit, um die Funktionen hier in Ruhe zu testen. So, das Bild ist jetzt fertig, es wird jetzt geladen, ich sehe es mal an. Wird heruntergeladen. Und dann schauen wir das an hier. So, schauen wir uns das an und zack, was sehen wir? Eine coole Erdkugel, ein Sphärenfoto, also das ist doch mal nice. Das können wir so lassen. Wenn man natürlich höher aufsteigt, sieht man sich selbst halt nicht mehr so gut. Also war eigentlich ein guter Zufall, dass ich jetzt so tief unten war. Das Foto behalten wir natürlich. So, als nächstes müssen wir wieder auf das Sphärensymbol klicken. Dann können wir hier jetzt mal einen Quickshot auswählen. Hier kann man noch seitlich die Meteranzahl auswählen. Ich nehme jetzt hier mal die, gehen wir hier mal auf 60 Metern Höhe und dann auf Droni, also sie geht von uns weg, so wie man es hier auf dem Vorschaubild sieht. Das mache ich jetzt mal, klicke drauf auf Start, muss mich noch auswählen mit dem Plus hier, auch gemacht. So, jetzt hat mich die Drohne im Visier und verfolgt mich natürlich auch, ich könnte ja ein wenig laufen, dann bleibt die Kamera immer auf mich gerichtet. Jetzt gehen wir auf Start, kommt der Countdown, 3, 2, 1 und die Drohne fliegt von uns weg. Das ist natürlich in einer geilen Umgebung, wenn ihr am Wandern seid oder sonstiges, natürlich richtig nice. Oh, okay, jetzt hat es einen Fehler gegeben. Komisch. Das muss ich jetzt nochmal machen. Irgendwas hat dir jetzt nicht gefallen. So. Machen wir nochmal. Plus, auswählen und Start. 3, 2, 1 und jetzt müsste sie eigentlich von mir wegfliegen, was sie jetzt auch macht. Wir sehen hier links unten im Bild die Höhe und auch die Distanz. Sie ist jetzt schon 30 Meter von mir entfernt und auf 13 Metern Höhen. Ich habe natürlich eingestellt 60 Meter. In dem Fall dauert das jetzt ein wenig. Ah, okay. Also die 60 Meter beziehen sich auf die Distanz, Freunde, und nicht auf die Höhe. Die Höhe ist jetzt hier bei 18 oder 19 Metern gelandet und sie fliegt in dem Fall nur 60 Meter von uns weg. Jetzt haben wir schon wieder was gelernt, Freunde, und kommen wir zum nächsten Quickshot. Dazu klicken wir wieder auf das Symbol und nehmen die Rocket. Bei der Rocket geht sie natürlich von uns vorne hinweg nach oben. Auch das werde ich jetzt machen. Aber jetzt könnt ihr auswählen, wie hoch sie fliegen soll. Hier steht sogar Flughöhe. Ah, okay, und bei der Drohne, natürlich, wenn man lesen kann, ist man im Vorteil. Steht sogar hier klein unten Distanz am Bildschirm. Alles klar, jetzt nehmen wir die Rocket und gehen auf 35 Meter in Höhe. Oder nehmen wir 40 Meter, wählen das aus, wählen uns noch aus, damit die Drohne weiß, wen sie verfolgen muss und drücken wieder auf Start. So. Jetzt fliegt die Drohne wirklich die 40 Metern von uns weg in die Höhe, Freunde. Ich kann jetzt auch hier ein wenig rumlaufen und die Drohne würde mich weiterhin hoffentlich erkennen. Oder hat sie mich jetzt verloren? Jetzt kommt hier im Bildschirm auch schon die Meldung, aber wie ich euch gezeigt habe, wir können bis auf 120 Metern Höhe fliegen. Die Meldung kommt automatisch ab den 30 Metern, vorsichtshalber. Jetzt kommt die Drohne wieder zu uns zurück. Sie ist jetzt wirklich hoch, oben, ja, passt.
So, jetzt haben wir diesen Quickshot auch schon abgeschlossen. Jetzt können wir den nächsten Quickshot machen. Kreisen, hier bin ich endlich auf einer Wiese und kann hier ohne Probleme kreisen. Hier sind die Bäume weit genug weg. Hier kann ich jetzt keine Höhe einstellen. Ich schätze mal, er würde mich jetzt in dieser Höhe umkreisen. Das teste ich jetzt auch mal. Ich gehe mal hier ein bisschen höher rauf auf 10 Meter. Bisschen zurück. 10 Meter. So, jetzt wähle ich das Kreisensymbol aus. Markiere mich. So, beim Seitwärtsfliegen müsst ihr natürlich darauf achten, da die Drohne keine Sensoren rundherum hat, sondern nur zwei unten für die Landung, müsst ihr da euch selbst drauf verlassen, damit hier keine Hindernisse sind und halt im Notfall den Quickshot abbrechen. Im Bildschirm ist dann ein X angeführt, damit könnt ihr die Drohne dann von diesem Quickshot vorsichtshalber befreien, damit ihr hier nicht gegen ein Hindernis fliegt. 3, 2, 1 und los geht's. Und wie ich mir gedacht habe, bleibt sie natürlich auf der Höhe, die ich vorher mit der Fernsteuerung eingestellt habe. Also müsst ihr hier entscheiden, welche Höhe ihr möchtet. Ich habe jetzt hier die 10 Meter gewählt, damit man auch noch was erkennt. Jetzt verfolgt mich die Drohne und umkreist mich hier einmal komplett. So, bis zum Ausgangsstartpunkt. Jetzt sind wir wieder hier und der Quickshot ist beendet. Kommen wir zum nächsten Helix. Schauen wir mal. Okay, hier kann ich wieder einen maximalen Radius einstellen. Das wären jetzt hier 25 Meter. Also sie kommt von Helix, dieser Quickshot. Von diesem Stand, wo sie jetzt ist, geht sie immer weiter nach außen raus. Wie in einem Strudel, in einem umgekehrten Strudel. Und das könnt ihr jetzt einstellen mit der Meteranzahl. Da nehmen wir jetzt mal die 40 Metern und schauen mal, was passiert. Die Höhe wird sie wieder beibehalten, deshalb werde ich hier ein bisschen höher gehen. Ich gehe mal hier auf 20 Meter. Oder auf die 15 Meter, das reicht auch schon. Ich muss ein bisschen zurück, damit nicht die Drohne erkennt. Und dann machen wir das jetzt auch schon. Okay, auf Plus zippen, wenn das Plus kommen würde, ja. Okay, ich muss das zuerst runter. Jetzt kommt das Plus, ich markiere mich. Ja, ich probiere das jetzt mal. So, jetzt fliegen wir hier weg. Jetzt umkreist uns die Drohne und geht immer weiter nach außen raus, um hier ein schönes Bild zu erzeugen, beziehungsweise Video zu erzeugen. Das sieht doch richtig cool aus. Wenn jetzt hier noch ein geiler Bergsee wäre oder ähnliches, würde es noch besser aussehen, aber auch die Wiese richtet es. So, aber wie unerwartet steigt sie aber auch in die Höhe, nicht nur weg von mir. Sie ist jetzt bis auf 31 Meter hochgestiegen, das hatte ich jetzt nicht eingestellt, sondern ich war ja bei den 50 Metern, glaube ich, oder so. Und also fliegt sie auch nach oben, was ich als relativen Vorteil empfinde. So, okay, die Drohne ist zurück. So, einen Quickshot haben wir noch, nämlich den Boomerang. Hier können wir jetzt nichts einstellen von der Höhe oder Distanz oder ähnliches. Hier müssen wir einfach auswählen und auf Plus und auf Start. Und dann schauen wir mal, was die Drohne jetzt mit Boomerang genau meint. Okay. Sie fliegt jetzt hier von mir weg. Die Höhe und die Distanz ändern sich ebenfalls. Und sie fliegt ziemlich schnell weg, also man muss hier wirklich aufpassen, dass hier nichts im Weg ist. Sonst müsste man schnell auf das X im Bildschirm klicken und den Quickshot abbrechen. Okay, das war's. Quickshot beendet.
Ich blende euch dann nachher auch natürlich die Videos hier nochmal ein, um euch zu zeigen, wie das dann auch schön aussieht. Okay, das waren die ganzen Quickshots, die Drohne hier hat. Sie hat jetzt kein Active Tracking, Freunde, aber man kann die Drohne ein bisschen austricksen, indem man hier auf den Quickshot kreisen geht. Da würde euch ja die Drohne jetzt verfolgen. Ich drücke jetzt auf das Plus und jetzt versucht sie euch natürlich zu umkreisen. Und wenn ihr euch schnell bewegt, also wenn ihr auf einem Fahrrad fahrt oder im Auto oder rennt, dann schafft die Drohne es nicht, euch zu umkreisen und hält die Position und fliegt neben euch her. Ist vielleicht jetzt nicht die optimalste Option, aber so kann man die Drohne ein bisschen austricksen und hier ein Active Tracking vortäuschen, aber halt immer nur von einer Seite. Das Ganze probiere ich jetzt mal. Jetzt beginnt sie und will hier mich überholen. Das lasse ich jetzt aber nicht zu. Ich bewege mich jetzt. Das heißt, sie schafft es nicht, mich zu überholen. Jetzt muss ich ein bisschen schneller werden, weil die Drohne sich auch bewegt. Und wie ihr seht, fliegt sie immer neben mir her. Und wenn ich stehen bleibe, dann wird sie wieder mich umkreisen. Jetzt könnte ich das Ganze wieder machen. Naja, jetzt will sie das abschließen. Also es geht nur von der einen Seite am Anfang. Das war's. Okay. Aber ihr habt mal gesehen, es gibt eine Möglichkeit, die Drohne hier ein wenig auszutricksen. Okay, so. Und natürlich haben wir einfach die normalen Funktionen, wie eben die Panoramabilder, das Fernfoto habe ich euch schon gezeigt. Dann können wir noch ein 180-Grad-Foto machen oder ein Weitwinkelfoto. Oder einfach ein ganz normales Video. Wenn wir hier auf Start klicken, nimmt die Drohne einfach den ganzen Flug hier auf. Das werde ich jetzt auch noch machen, da ich es vorher vergessen habe bei meinem manuellen Flug, leider. Schauen wir mal, ob das auch so funktioniert. Ich steige jetzt mal auf hier, auf eine schöne Höhe. So, wir haben noch 32%, also sie wird bald mal Alarm schlagen und zurückfliegen wollen, um den Akku zu tauschen. Jetzt fliege ich noch schnell eine Runde. Und dann schauen wir uns das mal an hier. Immer darauf achten, die Drohne ein wenig im Blick zu behalten, um hier keine Hindernisse zu verfehlen. Ihr seht schon die Distanz, 180 Metern. Es ist jetzt wirklich schwer, die Drohne noch zu sehen, außer ihr habt hier, so wie ich, einen schönen weißen, wolkigen Himmel. Aber ansonsten wird das nicht so einfach werden, die Drohne im Auge zu behalten. Dann muss man sich schon auf seine Flugkünste hier verlassen können. Ja, ich sehe die Drohne schon wieder nicht mehr. Ah, jetzt sehe ich sie wieder. Also wenn man hier immer den Blick auf den Bildschirm wieder richtet, dann verliert man die Drohne schnell mal aus dem Auge, dass sie auch wirklich schnell fliegt. Also es ist gar nicht so einfach. Aber es macht richtig Spaß, hier die Drohne manuell zu bedienen und hier mal eine Runde zu fliegen. Das ist echt geil. Und Übung macht den Meister, Freunde. Also nur durchs Fliegen werdet ihr hier besser und habt hier einen schönen, ruhigeren Flug. Ich fliege jetzt mal zurück zu mir, da wir schon bei 24% sind und sie gleich mein Video zerstören wird, indem sie hier Alarm schlägt. Jetzt sehe ich die Drohne schon wieder nicht. Ah, hier, okay. Hier könnt ihr mich jetzt sehen. Ich werde jetzt gleich mal den Akku hier wechseln müssen. So, was wir jetzt noch testen können, ist denn die Home-Funktion. Und zwar würde mich das nämlich interessieren, ob die Drohne jetzt hier von diesen 40 Metern zuerst mal, oder wir können auch hier auf
Wir können ja auch hier aufsteigen mal. Ja, jetzt kommt die Warnung, bei niedrigem Akkustand landen. Ich bin jetzt auf 55 Metern und drücke jetzt hier auf dem Bildschirm die Home-Taste oder halt hier, sagen wir hier auf der Fernbedienung den Home-Button. Einmal kurz und einmal lang. Jetzt beginnt die automatische Rückkehr und hier am Bildschirm könnte man sie abdrehen, falls wieder ein Hindernis im Weg wäre. Ich sehe jetzt die Drohne. Wo fliegt sie hin? Sie fliegt nicht. Ah, sie fliegt doch zu mir. Ich sehe sie hier oben. Sie schwebt jetzt in der Luft und beginnt jetzt zu sinken auf die eingestellten, ich glaube 30 Meter waren es. Ich sehe sie hier unten schon. Okay. Sie kommt jetzt zu mir. Oder waren es 15 Meter? Okay, jetzt wird sie versuchen zu landen. Aber es ist nicht genau die Stelle, an der ich gestartet bin. Umgebung nicht für automatische Landung geeignet. Bitte manuell landen. Alles klar, das werden wir machen. Die Drohne hat jetzt festgestellt, dass hier eine Unebenheit sich befindet. Und das ist auch so, denn wir haben hier die Wiese vor uns. Wir werden jetzt wieder hier manuell landen. Wir haben noch 14%, also noch ein wenig Zeit. So, jetzt landen wir wieder hier auf der ebenen Fläche, die, wo wir halt vorher auch ausgewählt haben. Und zum Landen müssen wir einfach diesen linken Joystick hier nach unten drücken. Dann landet die Drohne automatisch. Nach unten halten. Und zack, die Drohne ist gelandet. Alles erledigt, Freunde. Ihr habt gesehen, sie kommt wirklich automatisch zum Startpunkt zurück. Aber jetzt genau die gleiche Stelle hat sie jetzt nicht gefunden. Das könnte auch daran liegen, dass ich den Kompass vielleicht nicht kalibriert habe. Aber wie ihr sehen könnt, sie fliegt in der eingestellten Höhe. Ich glaube, es waren wirklich die... Ja, was habe ich eingestellt? Ich weiß nicht, man muss sich jetzt am Video nochmal schauen. Ja, auf jeden Fall ist sie auf der Höhe wieder zurückgekommen, damit sie kein Hindernis trifft und hat dann schön hier, ist dann wieder fast, ich sage jetzt mal auf einen Meter genau hier zum Landepunkt zurückgekommen. Wenn ich jetzt von einem Berg aus wegfliegen würde und hier ein Abhang wäre und dann der Meter natürlich nicht stimmt, wäre das natürlich nicht so optimal, denn dann würde die Drohne im schlimmsten Fall im Abgrund landen. Deshalb empfiehlt es sich immer, den Akkustand im Auge zu behalten und manuell zurückzukommen. Also das ist wirklich nur im Notfall sinnvoll und trotzdem noch wirklich gefährlich, da die Drohne eben zu wenig Sensoren hat. Aber für das Geld könnt ihr wirklich nicht, weiß ich was, erwarten. Sonst müsst ihr nochmal 1000 Euro drauflegen. Dann habt ihr natürlich auch genügend Sensoren und Active Tracking. Aber ich würde mal sagen, für Menschen, Leute, die jetzt das als Hobby betreiben und ein wenig fliegen wollen und coole Aufnahmen haben wollen, und auch mal beim Wandern die Drohne mitnehmen oder im Urlaub und jetzt nicht jeden Tag, weiß ich, für Profi-Aufnahmen machen wollen, reicht diese Drohne völlig aus. Und natürlich auch mit den 249 Gramm ist sie ein Leichtgewicht und man braucht somit hier in Österreich jetzt keinen Drohnenführerschein. Man muss sie lediglich registrieren und natürlich eine Haftpflichtversicherung abschließen, dass im schlimmsten Fall die Schäden gedeckt sind, Freunde, wie bei einem Fahrzeug halt eben auch. Und man muss auch, wie wir hier bei mir gesehen hat, den Code dann auf die Drohne anbringen, wenn ihr die Drohne bei der Ausdruckkontrolle angemeldet habt. Das geht aber natürlich nur, wenn ihr zuerst die Versicherung abgeschlossen habt. Falls eben wahrscheinlich mit der Drohne mal was passiert und man sie verliert, damit man halt am Code dann auch erkennt, wem die Drohne gehört und gleich die Versicherung auch rausfinden kann. Was gibt es noch zu sagen? Ich kann jetzt den Akku wechseln und noch eine Runde fliegen, aber ich glaube, wir haben den größten Teil hier eigentlich erledigt. Wie man ein Foto macht, muss ich glaube ich nicht zeigen. Einfach auf den Fotomodus klicken und dann könnte man hier hinten den Auslöser drücken an der Fernbedienung oder halt auch am Bildschirm. Und dann ist das Foto gemacht und dann nehmt ihr einfach die Speicherkarte aus der Drohne raus und könnt es euch am Computer ansehen, abspeichern und Videos zusammenschneiden und. Also ihr seid hier wirklich völlig bedient und mit dieser 4K-Kamera bekommt ihr auch wirklich schöne Fotos hin. Also ich würde sagen, für das Geld
ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und ihr seid hier auch wirklich gut gerüstet für euren nächsten Ausflug und könnt hier tolle Aufnahmen machen. Wenn ihr noch einen Partner dabei habt, könnt ihr sogar eher die Drohne mal fliegen und ihr könnt das Active Tracking imitieren, indem ihr einfach die Drohne manuell euch nachfliegt. Also man kann hier diese Probleme auch so lösen, wo ein Wille, da ein Weg, Freunde. Und wenn euch dieses kleine kurze Video gefallen hat, zu meiner DJI Mini 2, mittlerweile auch der zweite Flug, da ich halt den Standort wechseln musste für eure Quickshot-Vorstellung, dann lasst mir doch ein Like und einen Kommi da und vergesst auch nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, Freunde. Damit könnt ihr mir weiterhelfen und wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Macht's gut, Freunde. Bis bald. Ciao.